Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier im Institut haben wir gerade Sean getroffen, unseren Vater. Der eigentlich unser Sohn ist, das ist alles sehr verwirrend. Aber es ist so. In der letzten Folge gab es etwas Krawall hier mit dem Jungen. Der hat getobt und gezetert, schaut euch das ruhig nochmal an. Ja, und es gab dann auf jeden Fall kaum Verletzte. Wir haben... Ja, okay, ich höre jetzt auf. Wir sollen also hier für das Institut wahrscheinlich arbeiten. Wir wollen erstmal sehen, ist er... Wir können ihn gar nicht belangfingern. Ich hätte jetzt gerne geguckt, ob er eine Synth-Komponente dabei hat. Hat er aber scheinbar nicht. Und wir reden nochmal mit ihm. Sean, wegen dieses Synths... Du meinst das Kind? Ein wirklich faszinierendes Projekt. Natürlich gibt es noch Probleme, aber wir haben beachtliche Fortschritte erzielt. Warum du? Nochmal? Seltsame Wahl. Das ist eine Ausgeburt. Er ist beeindruckend. Warum du nochmal? Ja, das haben wir schon mal gefragt, aber wir fragen einfach nochmal. Wieso hast du ihn so bauen lassen, dass er wie du aussieht? Wir hatten die Technologie der Synths bis zu einem Punkt weiterentwickelt, an dem mir dies wie eine interessante Variante erschien. Ein neuer Blickwinkel. Ihn nach mir zu gestalten, schien richtig aufgrund der Aufzeichnungen des Instituts über meine Genetik und Physiologie. Ich sorge dafür, dass er bald wieder in Betrieb geht. Du wirst Gelegenheit haben, weiter mit ihm zu interagieren. Aber ich bin zugegebenermaßen neugierig. Jemand, der nach seinem Kind sucht, nach einer jüngeren Version von mir. Was denkst du? Glaubst du, du könntest ihn lieben? Wie einen richtigen Jungen? Einen Synth lieben? Ich weiß einfach nicht. Niemals habe dich schon gefunden. Einen Synth lieben oder habe dich schon gefunden? Eins von beiden würde ich jetzt gerne antworten. Einen Synth lieben? Meinst du das ernst? Glaubst du wirklich, ein Mensch könnte einen Synth lieben? Das ist eine schwierige Frage. Ich schätze, das hängt davon ab, wie gut wir Verhalten und Emotionen von Menschen nachbilden konnten. Du bist in einer besonderen Position. Vielleicht in der einzigen, von der aus man diese Fragen überhaupt beantworten kann. Ich behaupte nicht, dass ich all deine Gefühle kenne, aber... Wenn die Anwesenheit des Jungen ein wenig helfen kann, bleibst du hoffentlich unvoreingenommen. Okay, versuchen wir das Gleiche nochmal. Sean. Hier ist es doch wunderbar, oder? Mehr können wir nicht. Ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir erreicht haben. Okay, unser Sohn ist scheinbar, unser Sean ist scheinbar größenwahnsinnig geworden. Er spielt Gott. Ah, jetzt lässt es sich... Oh mein Gott, was Grünes! Ich habe noch nie etwas Grünes gesehen, Vater. Oh, Großvater. Aha, und noch mehr Grün. Gruselige Geräusche. Wir müssen für... Oh, Mikrofon. Aktivieren, okay. Wir müssen für Virgil noch etwas finden. Irgendwie traue ich Virgil mehr als meinem eigenen Vater. Sean. Unsere Fortschritte werden irgendwann die Welt verändern. Der gleichzeitig auch noch unser Sohn ist. Aha. Aha. Heimlicher Alkoholiker, was? Wie? Das nehmen wir mal mit. Doch ansonsten alles, was wir hier so Weißes finden können, das stellen wir nachher bei uns in die Siedlung hin. Obwohl, ja, das ging aber schnell mit der Gehirnwäsche jetzt, oder? Ich habe mich nicht beeindrucken lassen. Kein Stück. Die haben meinen Sohn einfach so alt werden lassen und ihn ein... Ja, ich hätte dem gegeben. Wir nehmen ja erstmal alles mit und suchen das Mittel für Virgil. Ja, hier sind ja nur Ordner drin. Ich bringe euch alles durcheinander. Ich stecke die einfach in einen anderen Schrank rein. Dann sollte man sehen. So. Und du kommst sofort nach Hause.
Bursche. Sean. Ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir erreicht haben. Okay. Der Junge hört einfach nicht. Ungezogenes Kind. Ha! Stimpaks und Ment, da sind die Mentids. Na, das hätten wir vorher mal wissen. Oh, so viel hier. Unbeschädigte Kamera und kaputte Glühbirne. Warum habt ihr eine kaputte Glühbirne dort und so viele Kameras? Naja, Kameras kann ich verstehen. Saubere Kaffeetasse. Oh, Handtücher, endlich! Sieht das keiner? Ach, man kann sie immer noch nicht nehmen. Kronkorken habt ihr da versteckt. 38er Patrone, Stimpad und Red X. Red X. Abgenutztes Klemmbrett, eine kaputte Glühbirne. Das macht mich stutzig. Warum so viele kaputte Glühbirnen? Warum kann man das Wasser hier nicht nutzen? Nein. Ihr seid... Können wir jetzt ehrlich? Und das WC-Papier. Hoffentlich dreilagig. Besser als zu Hause. Okay. Dann brauchen wir etwas Zeit für uns erstmal. Nach der ganzen Brühe, die auf uns lastet. Wollen wir... Okay, das scheint nicht zu klappen. Schade. Naja, wenigstens kommt man rein. Vielleicht ist das der geheime Aufzug irgendwohin. Okay, ich denke, wir haben hier... Oh nein! Wir haben noch nicht alles hier entdeckt. Und die Blumen nehmen wir nachher auch mit. Ist das Kingsport Leuchtturm hier? Sieht ein bisschen felsiger aus bei uns. Addictol, aha. Sean's Terminal-Passwort. Ach, guck an. Das ist schon mal gut. Kaputte Glühbirne wieder, Ordner, das Übliche. Wir vermutet, liebe Welt da draußen. Ja, ich bin von den Eindrücken noch etwas benommen. Abgenutztes Klemmbrett und Ordner. Aber das hier, das ist, sieht mir doch stark nach einer Kryokapsel oder nach einer Schlafkammer oder so etwas aus. Es könnte auch eine... Notkapsel sein, die uns vielleicht in den Orbit schießt. Aha. Gut erhaltenes Zigarettenpäckchen. So. Rauchen. Ja, komm du mal nach Hause. Du kannst was erleben. Rauchen und Bourbon auch noch, was? Rauchen und saufen. Und das in dem Alter. Teller hier auf dem Boden. Ja, das ist typisch für rauchende, alkoholtrinkende. Typisch. Ja, den Globus lassen wir jetzt stehen. Ja, ich bin emotional ein wenig. Ich bin auch nicht sicher, ob wir... Weiß ich nicht. Deswegen. Aha. Aufzeichnungen des Direktors Nummer 108. Nehmen. Wir hätten erst Wiedergabe drücken sollen. Die Vase lassen wir stehen. Die gehört zum Inventar. Das andere nicht. Das war unser. Für all das, was wir durchgemacht haben. Oh nein, jetzt habe ich vergessen, wie das hieß. Irgendwas mit 108. Die Zahl konnte ich mir merken. Worte. Worte sind doch nur Schall und Rauch. Was ist denn hier? Wo ist es denn? Irgendwas mit 108 suchen wir. Kann man das nicht irgendwo eingeben? So eine Google-Suche hier. Aha. Aufzeichnungen des Direktors Nummer 108 Wiedergabe. Verdammt, Gordon. Was zur Hölle ist da unten los? Ich muss ein außerordentliches Treffen des Direktoriums wegen dieser Sache einberufen. Dieser Synth war ein Prototyp. Er war noch nicht bereit für Feldversuche. Dieser Vorfall in Diamond City bringt jahrzehntelange Arbeit in Gefahr, nur damit wir nicht weiter im Blick der Öffentlichkeit stehen. Lass es mich ganz klar sagen. Meine Zeit als Direktor wird nicht durch die Fehler deiner Abteilung befleckt werden. Ich werde herausfinden, wer diese Tests an der Oberfläche genehmigt hat. Und diese Person wird die volle Verantwortung für die ganze Sache übernehmen. Okay.
Wir untersuchen nochmal Seans Terminal-Passwort. Das bringt auch nicht viel. Also untersuchen wir es jetzt nicht weiter. Oh, überall so viel Grün. Ich kann es kaum erwarten. Wir müssen uns das unbedingt dann gleich mal anschauen. Aha. Stimpak und Blutpaket. Jo, die haben aber auch nichts Neues hier drin. Das gleiche, was man auch überall im Commonwealth findet. Hier etwas geleuchtet, der Ordner. Ja, ich hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung. Mir war ja danach ihm eigentlich... Oh, Terminal. Es war mir danach ihm eine Kugel in den Kopf zu jagen am Anfang. Zentrales Institutsnetzwerk. Direktor Terminal 1A. Status normal. Kellogg Conrad. Erhöhte Lebenserwartung. 16. Juli 2285. Kelloggs gelegentliche Anwesenheit macht die anderen immer noch nervös. Zuerst dachte ich, sie wären nur durch sein Selbstvertrauen und seine Arroganz eingeschüchtert oder hätten vielleicht einfach Angst vor seiner Person. Immerhin ist er ja ein Killer. Aber beim Beobachten ihrer Reaktionen und Einschätzen ihrer Seitenblicke ist mir etwas anderes aufgefallen. Etwas, das ich vermutlich hätte vorhersehen sollen. Neid. Kellogg ist ein lebendes Denkmal für ein vergessenes Programm. Er ist ein aufgewertetes menschliches Wesen, eigentlich ein Cyborg. Und die Verbesserungen, die er erhalten hat, sind nicht von der Hand zu weisen. Aber die Wissenschaftler hier dürften sich überhaupt nicht für optimierte Reflexe oder eine erhöhte Kampfstärke interessieren. Nein, die Ursache ihres Neids ist etwas Praktischeres und Ursprünglicheres. Seine erhöhte Lebenserwartung. Wie lang wird Kellogg leben, wenn er eines natürlichen Todes stirbt, wie unwahrscheinlich das auch sein mag? Das ist schwer zu sagen. Er ist bereits mehr als 100 Jahre alt. Auf jeden Fall älter als jeder andere Mensch im Commonwealth. Seine gesamte Physiologie wurde verändert. Vielleicht erreicht er die 150. Vielleicht sogar 200. Den Kleingeistern sei ihr kleingeistiger Neid gegönnt. Kellogg ist ein lebender Beweis für die Genialität und Überlegenheit des Instituts. Und ich empfinde durchaus Freude daran zu wissen, dass ihn das unglaublich verärgern muss. Statusberichte. Biowissenschaft, Hydrokulturenprogramme in Betrieb, FEV-Labor offline, Robotik, Synth-Produktion nominal, Produktionsmaterialien komplett vorrätig, fortschrittliche Systeme, Kinder-Synth-Projekt. Unter vierteljährlicher Begutachtung. Waffendiagnose läuft. Phase 3 liegt im Zeitplan zurück. SEB. Direktor. Zimmer immer noch offline. Agent an der Oberfläche eliminiert. Einhaltungsprogramme in Betrieb. Mustererkennungsalgorithmen ineffektiv. Anlagen. Energieleistung maximal. Luftwasserwiederaufbereitungssysteme funktionieren normal. Persönliche Notizen. Das Warten geht weiter. Ayo kann nur Sichtungen außerhalb von Vault 111 und etwas später in Diamond City bestätigen. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet.
Werden wir uns wirklich treffen? War das alles für die Katz? Nein, das war es nicht. So oder so habe ich wichtige Dinge über mich und meine Vergangenheit erfahren. Ich darf nicht zulassen, dass mir Emotionen dabei im Wege stehen. Ich muss einfach nur beobachten und aufzeichnen. Mir wurde mitgeteilt, dass Kellogg offline gegangen ist. Seltsamerweise muss ich an Dr. Walker denken. Er hatte solch große Hoffnungen in Kellogg gesetzt, so viel Vertrauen in die Implantate und darauf, was sie bedeuten könnten. Ich bedauere immer noch, dass das Projekt beendet zu haben. Aber ich weiß, wohin uns das geführt hätte. Walker hat sich bei seinen Zielen nie zurückgehalten. Und zu viele andere haben ihm zugehört. Letztendlich glaube ich, dass ich recht hatte. Im Institut geht es um die Bewahrung der Menschheit, nicht um irgendeine bizarre Verschmelzung von Biologie und Technik. Direktorzugriff, Synth-Abschaltung. Nicht autorisiert, Code des Direktors. Ach so. Ja, okay, da hätten wir wahrscheinlich einen Fehler jetzt gemacht, wenn wir die Synth-Abschaltung jetzt eingeleitet hätten. Dann wäre Glory wahrscheinlich und, oh mein Gott, Curie, warum? Wir hätten Curie mitnehmen sollen. Wo fangen wir jetzt an? Oh, Mama Mia. Ich glaube, da wir schon ziemlich weit oben sind, werden wir noch weiter nach oben gehen und fangen oben an, alles zu untersuchen hier. Was nennst du einen sauberen Boden? Haben deine visuellen Rezeptoren eine Fehlfunktion? Siehst du nicht den Staub und Dreck? Verzeihen Sie, Sir. Ich bin eine defekte Reinigungseinheit. Keine Ausreden. Du bist eindeutig defekt. Und ich werde das anzeigen. Vielleicht können wir deine Teile später für etwas verwenden, was tatsächlich zu gebrauchen ist. Ja, Sir. Hi. Scanne. Person identifiziert. Hier gibt es in letzter Zeit eine Menge Hybris. Damit habe ich nichts zu tun. Doc. Weißt du, was passiert, wenn Roboter einem die ganze Arbeit abnehmen? Man wird fett und faul. Ganz einfach. Richtige Menschen, die richtig denken und richtig arbeiten. Diese Zukunft will ich. Okay, warum nicht gehen? Sarkastisch. Schade doch nicht, stimmt. Warum nicht gehen? Wenn du das so empfindest, warum gehst du dann nicht? Weil wir viel mehr erreichen könnten. Aber nein, alle sind besessen von diesen verdammten Synths. Verschwendetes Potenzial. Das ist es. Naja, ich sollte dich wohl willkommen heißen. Vielleicht kann ja ein neuer Blickwinkel hier was bewegen. Okay, dann heiße mich bitte willkommen und führe mich einmal rum. Einmal Sightseeing bitte durch die Hallen. Nix. Wasser. Das klappt. Ja, was mir schon mal nicht gefällt, wenn ich so pessimistisch mal sage, eigentlich ist das ja schön, kann man ja sagen. Synths, die ganze Arbeit erledigen, aber was macht dann, was, eigentlich ist das rassistisch, was hier abgeht, finde ich. Also Roboter, okay, aber allein das Wort Roboter, Robotnik, heißt doch Sklave oder Versklavung, oder nicht? Ist das ein tschechisches Wort, glaube ich, oder wie tschechisches Wort? Ich weiß es nicht, aber ich glaube so in etwa. Ich glaube, das sind alles Sklaven. Und diese Großvater ist unser Sohn, Sean, der ist zum Rassisten mutiert. Gott. Hält er sich auch noch für Gott? Die schlimmste Form von Rassismus. Wir nennen ihn um. Er heißt nicht mehr Sean, ab heute heißt er Adolf. So. Aufzeichnungen des Direktors Nummer 52. Wiedergabe. So. Also, Direktor, ich werde dieselbe Empfehlung abgeben wie das letzte Mal. Wir haben alles getan, was wir konnten. 4 Jahre, in denen wir versucht haben, die Commonwealth-Provinzregierung zu stützen. Wir alle haben die Berichte gesehen. Sie zerfällt. Und zwar schnell. Wir brauchen einen Plan für die Zeit danach.
Ich weiß, dass einige der anderen Abteilungen vorgeschlagen haben, den Kontakt vollständig abzubrechen. Wir sollen uns unter der Erde verstecken und so tun, als wäre niemand zu Hause. Aber meiner Ansicht nach wäre das ein Fehler. Wir können diese Leute nicht einfach im Stich lassen. Und dank des Androidenprogramms müssen wir das auch nicht. Wir werden bald die Möglichkeit haben, genug Androiden an die Oberfläche zu schicken, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Denken Sie einfach mal darüber nach, in Ordnung? Und behalten Sie das bei der weiteren Planung im Kopf. Okay, wir gehen links, natürlich. Suchen wir erstmal die obere Etage ab. Ja, nach wie vor, ich finde, das ist hier die neue Rasse oder was die geschaffen haben hier. Ich nehme den Baum nachher übrigens mit, den packte mir schön ein, ja. Wir hätten Curie mitnehmen sollen. Und ich denke, bevor wir hier weiter durchsuchen, werden wir uns vor dieses grüne... Wir werden uns hier schön hinsetzen, so machen wir das sogar. Ja, bevor wir Curie suchen, werden wir hier einen Schnitt machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen mit diesem wunderschönen grünen Baum. Sage Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.